Also jetzt wollte ich auf die Uhr drücken, die haben wir ja gar nicht mehr, die ist ja gestorben. Schön, dass du da bist. Katrin, danke für die Einladung, das ging ja schnell. Ich habe das ja nicht beabsichtigt, dass du mich einlädst, mit der, als ich gesagt habe, eine gute Sendung. Ja. Ne? Ja, aber ich habe gedacht, das ist doch super, dass du mir jetzt über den Weg läufst, du musst unbedingt mal in die Sendung kommen. Ja. Wieso warst du eigentlich noch nicht da, dachte ich. Ja, ich weiß es nicht. Wer lädt denn ein bei euch? Machst du das? Nein. Ich bin jetzt nur eingeladen, weil ich in deinem Viertel wohne, oder? Das stimmt, das stimmt. Was ein super Viertel ist. Hammer. Ja. Hier gibt es ja super Läden auch, ne? Wo man so hingehen kann. Ja, du kennst noch nicht so viel, habe ich gehört. Deswegen sage ich es, ich kenne gar nichts. Den Italiener, wo wir uns getroffen haben. Ja, da muss ich gleich noch hin. Ich weiß, okay, ich beeile mich mit den Fragen. So, lass anfangen. Wir fangen vorne an, oder? Ja, gerne. Vorne heißt? Ehrlich? Ja. Vorne, bei dir vorne, also vorne im Leben, früher, zurück. Du, wie du willst. Ja? Hast du keine... Wenn du in so ein Interview gehst, denkst du dann so, oh, was werde ich wohl gefragt? Hoffentlich sind das nicht immer die gleichen Fragen. Hoffentlich wird es nicht so wahnsinnig langweilig. Mhm. Hoffentlich fängt sie nicht ganz vorne an. Ja, manchmal denke ich auch, hoffentlich sind es die gleichen Fragen, weil die Antwort ist immer die gleiche. Und das ist dann auch einfach zu antworten. Aber es ist ja auch interessant für dich. Also wenn dich das interessiert, interessiert das auch die Leute. Glaubst du? Ja, das denke ich immer. Das ist ja deine Sendung. Wo willst du denn anfangen? Ich wollte anfangen dabei, dass du hast Kinderkrankenpfleger. Du bist eigentlich Kinderkrankenpfleger, hast du gelernt. Ja. Und du bist Sportlehrer. Ja. Und ich, das klingt so total, als wärst du ein ganz idealistischer junger Mensch gewesen. Vielleicht sogar ein Weltverbesserer oder jemand, der... Ich wollte einfach was mit Kindern machen. Und nicht mit Medien, das gab es damals noch gar nicht, diesen Wunsch. Nee, es war so, ich bin ausgemustert worden, weil ich eine Beinverkürzung hatte von 3 cm, weil ich einen Unfall mal hatte mit 16. Und das heißt, mir war klar, ich mache Zivildienst nach dem Abitur. Und dann haben die gesagt, sie sind sportuntauglich, mit 6 ausgemustert. Und dann dachte ich, was soll ich denn jetzt machen? Ich wollte auf keinen Fall direkt studieren, das habe ich mir noch nicht zugetraut. Aus Disziplingründen. Und meine Eltern haben gesagt, mach doch eine Ausbildung. Und dachte ich, ja, mach ich erstmal eine Ausbildung. Wenn ich nicht ausgemustert worden wäre, dann wäre ich auch nicht, hätte ich auch nicht diese Ausbildung gemacht. Und dann war mir immer klar, dass ich mit Kindern arbeiten möchte, weil ich so ein geduldiger Kerl bin. Und ich habe mit 16 ein Praktikum gemacht im Kindergarten schon. Ja, und nach der Ausbildung dachte ich, ich muss studieren. Und dann habe ich einen Bericht im WDR gesehen, da ging es um einen Studenten, der studierte Sport und Sonderpädagogik. Und das habe ich gehört, dachte ich, genau das will ich machen. Und warum? Weiß ich nicht. Ich habe das gehört, dachte ich, genau das will ich jetzt studieren. Und dann habe ich das direkt studiert. Also Sport wollte ich immer machen. Ich stand immer zwischen 1 und 2 in Sport, auch wenn mir das keiner glaubt. Aber und warum glaubt dir das keiner? Weil ich ja so langsam bin angeblich. Und keiner glaubt, kann mir sich vorstellen, dass ich schnell rennen kann, weil ich langsam rede, was so völliger Schwachsinn ist. Gerade wenn man langsam redet, muss man schnell laufen können. Ja, das habe ich nie verstanden, warum die Leute mich für Sport... Aber es liegt dann an der Bühnenfigur, keine Ahnung. Aber naja, jedenfalls, wie war die Frage, ob ich ein Weltverbesserer bin? Nein, ja, doch klar, mit behinderten Kindern zu arbeiten, da will man die Welt verbessern. Aber so habe ich mich nie gesehen, das war einfach so intuitiv, habe ich gedacht, das mag ich. Und es kann sich auch keiner vorstellen, dass ich Lehrer sein kann. Kann ich mir super vorstellen. Ja, viele sagen, mit der Stimme und mit der Schüchternheit, das passt nicht, aber... Es passt eben doch. Also im Vergleich zu den Lehrern, die ich hatte, Entschuldigung, aber würde ich sagen, du wärst also einer von den coolen Lehrern gewesen. Ja. Trotz Stimme und Langsamkeit. Ich denke auch. Ich habe auch 4 Wochen ein Praktikum gemacht an der Schule mit Schwerhörigen. Und dann dann lachen die auch die Leute, weil ich früher auch leise war. Und dann haben die gesagt, da muss man doch laut und deutlich sprechen. Das kannst du doch gar nicht. Da dachte ich, Leute... Ich bin nicht der Bühnenjohann, wenn ich in die Schule gehe. Das ist was ganz anderes. Naja, und so habe ich viel mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja, oh Gott. Immer noch, obwohl ja diese Anfänge... Aber das fragt man sich wirklich. Man fragt sich ja wirklich, redest du wirklich so? Bist du wirklich so? Ja. Und ich hatte kurzzeitig in der Vorbereitung auch ein bisschen Sorge, dass du dann vielleicht nur so Sachen sagst wie...
ja, gestern war ich im Zug und dann freut man sich ja, wenn man eine Dose Mais dabei hat und ich dir einfach nicht mehr folgen kann, weißt du? Ja, nee, keine Sorge. Warum sollte ich das erzählen? Das ist ja nicht lustig. Ich bin ja jetzt privat, relativ privat. Wenn ich aber auf der Bühne bin, bin ich nicht privat. Das wäre total langweilig. Auf der Bühne verändere ich mich ja ein bisschen. Das muss man, sonst entsteht keine Spannung. Aber ich verändere mich nicht großartig, sondern ein kleiner Schalter wird umgelegt, automatisch, wenn ich eine Bühne betrete. Und dann bin ich der Kasper. Aber das war nicht immer so. Als du zum ersten Mal auf der Bühne standest, hast du keinen Schalter umgelegt, sondern du bist einfach hochgegangen und hast ein Gedicht vorgelesen, das ganz ernst war. Mhm. Und dann haben die Leute gelacht und du hast nicht verstanden, warum. Ja, so war's. Und also das Gedicht, im Nachhinein finde ich das Gedicht auch nicht sehr ernst, aber ich wollte es einfach ernst vortragen, weil es ein ernstes Literaturcafé war, wo Leute ernste Gedichte und Geschichten vorgetragen haben. Das war Betroffenheitslyrik, das war wirklich ganz still immer und kaum Klatscher und nie gelacht wurde da. Und ich habe 10 Kölsch vorher getrunken, vor meinem ersten Gedicht, weil ich so aufgeregt war. Und war also angetrunken, schüchtern, stotterig, das Mikro, ich war zittrig. Und das alles war dann auch komisch. Die Leute haben sich natürlich auch gefragt, ob sie da lachen dürfen. Weil sie haben ja auch gemerkt, dass ich das ernst meine. Glaube ich jedenfalls. Aber es war ja auch... Ich war jedenfalls sehr überrascht, dass die gelacht haben. Und ich fühlte mich aber nicht ausgelacht. Und es war auch wichtig, dass es nicht bei der unfreiwilligen Komik bleibt. Weil wenn man nur ausgelacht wird, dann ist es ja auch tragisch. Ne? Ja, das stimmt. Aber hätte es sein können, wenn du nicht zufällig auf diese Bühne gegangen wärst, dass du vielleicht heute nicht wüsstest, dass du lustig bist? Ja, natürlich. Würdest du denn heute denken, ich bin halt echt eher ein ernster Typ, ich bin Lehrer und ich, also, dann wüsstest du das nicht? Ja, so ist das. Also, wenn es dieses offene Mikrofon nicht gegeben hätte in der Brüsseler Straße, im Zap-Zarab damals, einmal im Monat, dann wäre ich auf die offene Bühne im ersten Kölner Wohnzimmertheater vielleicht mal gegangen. Es gab ja damals einige offene Bühnen und das, vielleicht wäre ich auf eine andere offene Bühne gegangen. Das kann schon sein. Aber ohne offene Bühne hätte ich das nie entdeckt. Und warum wolltest du dann überhaupt auf eine Bühne? Ich meine, wenn du sagst, zittrig und nervös und unsicher und sich ja eigentlich auch nicht so im Klaren darüber, warum Leute lachen, warum hat man da nicht den Impuls, niemals auf so eine Bühne zu gehen? Ich weiß es nicht. Also es war so, ich habe ja Nachtwachen gemacht, um mir das Studium zu finanzieren. Habe ich nachts in Ehrenfeld im Krankenhaus gearbeitet. Und da hatte ich sehr viel Zeit und habe dann aus Langeweile so rumgereimt, Gedichte geschrieben. Und in diesem Literaturcafé habe ich ganz oft zugehört. Und meine Freundin damals hat dann gesehen, dass ich einen Zettel dabei habe und hat dann gesagt, jetzt geh du doch, weil es wollte gerade keiner. Es gab 2 Moderatorinnen, die haben immer gesagt, so, wer will denn jetzt? Und da war niemand da gerade, der sich traute. Und wenn sich keiner traute, dann hat immer eine der Moderatorinnen einen Text von sich vorgelesen. Ich weiß, und das war schrecklich und das galt es zu verhindern. Ja. Und meine damalige Freundin hat mich angestupst und es war eben dann doch irgend so eine kleine, so ein Mini-Antrieb, dann doch da hinzugehen, sich zu überwinden. Auf jeden Fall ist es heute noch so, wenn ich auf der Bühne stehe, generell habe ich immer das Grundgefühl, dass ich nicht zum Bühnenmensch geboren bin. Das ist eigentlich nicht meine Welt, so wie es bei den Kollegen ist, die schon mit 15 in der Band spielen, Schülertheater, Studentenkabarett machen. Das ist und trotzdem fühle ich mich wohl auf der Bühne. Das ist so eine komische, schöne Situation. Die Leute, wenn die kommen und mich sehen wollen, dann gehe ich halt da hoch. Aber es ist nie so, ich gehe jetzt da hoch und dann kommen die schon. Ich muss da hoch. Das habe ich nie so. Weißt du? Was würdest du dann an dem Tag machen, wenn keiner mehr kommt? Dann gehst du auch nicht mehr auf die Bühne. Also dann ist das vorbei. Ich gehe auf die Bühne, weil die Leute mich sehen wollen. Ich tue den Leuten das zu gefallen. Nein, natürlich mache ich das gerne, aber solange 100 Leute kommen, mache ich das, weil es mir Spaß macht. Aber ich bin natürlich auch dabei, auch andere Sachen jetzt zu suchen. Mal einen Kurzfilm zu drehen oder verrückte Kunstaktionen zu machen und so. Suche ich mir jetzt auch andere Sachen, weil ich mittlerweile weiß ich auch,
dass ich das irgendwie kann, anscheinend, und mir macht das Spaß, aber ob ich in 30 Jahren das noch machen möchte, ist ja eine andere Frage. Und jetzt, ne, bin ich gerade 40 geworden, da denke ich mir schon, mein Gott. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, noch im Rollstuhl auf die Bühne geschoben zu werden und da auch lustig zu sein. Das ist ja auch das Tolle an dem Beruf. Ich wollte ja Profifußballer werden, da wäre die Karriere längst vorbei. Und dann müsste ich jetzt einen Trainerschein machen und so. Und so kann ich mit 70 noch auf Krücken mich ans Klavier tackern lassen. Und aber heißt das trotzdem, du traust der Sache eigentlich nicht wirklich? Ich traue der Sache schon, aber natürlich ist es immer auch angebracht, misstrauisch zu sein, weil es kann sofort auch vorbei sein. Ich habe Ingo Appelt erlebt, ich weiß, was er durchgemacht hat. Plötzlich kommt niemand mehr, weil man was Falsches sagt. Falschen Gag macht über Kinder. Und ich habe jetzt auch Shitstorme erlebt. Ist das der Plural? Shitstorme? Shitstormi. Aber das war schlimm. Und da dachte ich, oh mein Gott, ich halte meinen Humor jetzt nicht für so provokant, aber ich habe dann was über Burnout gemacht und über Tiertransporte und habe da so in die Fresse bekommen auf meiner Facebook-Seite, dass ich dachte, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich angepöbelt, weil ich habe das alles gelesen und das war übelst. Und natürlich ist das nicht viel tausend, wenn man jetzt 80 Millionen Deutsche nimmt, die da reinschreiben können, aber da dachte ich, wenn ich einmal jetzt was ganz Falsches sage, dann kann es auch sich auf die Zuschauerzahlen auswirken, theoretisch. Ja? Ja, das redet man sich immer ein, damit man vorsichtig ist. Aber warum ist es so wichtig, vorsichtig zu sein? Ja, weil man ja den Beruf liebt und weil es doch blöd wäre. Wegen Bewahren. Blöd wäre, wenn man sich wegen irgendeiner Dummheit das versaut. Aber macht dich das nicht unfrei im Kopf, wenn du dir jetzt in Zukunft überlegst, ob du noch einen Witz über Burnout machen kannst? Nein, es geht eigentlich nur darum, keinen Vergleich mit dem Dritten Reich. Das ist eigentlich die einzige Regel. Die einzige Regel in Deutschland. Aber klar, mit Burnout ist... Warum hast du das überhaupt gemacht? Weil du selber den... Das Burnout-Lied? Mhm. Weil ich dieses Wort so schrecklich fand, als es so inflationär aufkam in jeder Zeitung, überall... Nur weil es ein schmissiger Anglizismus ist, ist es so ein tolles Wort. Ich wollte dieses Wort zerstören, weil sich mich dieses Wort so genervt hat. Und natürlich gibt es genug Leute, die erschöpft sind und dann zu Hause bleiben sollten. Ich hatte auch Burnout-Anzeichen. Ich hatte einen kleinen Hörsturz, Schlafstörungen, durch den Rhythmuswechsel, Tour, Familie ist ja auch sehr anstrengend. Und wenn man nicht schlafen kann, über Jahre nicht gut schläft, dann macht das einen auch fertig. Und ich habe ja darum ein Jahr Pause gemacht, weil ich als Burnout-Prophylaxe, weil ich dachte, wenn ich genauso weitermache in dem Rhythmus, dann bin ich auch ausgebrannt. Und ich weiß also schon, was das ist genau. Ne? Aber deswegen glaube ich auch, hast du die Berechtigung, was darüber zu sagen. Also ich fand das sehr lustig. Ist auch lustig. Ja. So. Bist du auch alleine lustig? Bist du alleine mit dir? Findest du dich lustig oder findest du dich nur lustig, wenn jemand mitlacht? Ja, mal so, mal so. Ich habe ja deine Sendung gesehen, wo du eine Kamera auf dem Kopf hattest. Wie hieß das noch? Ego-Perspektive, Ego-Rekorder. Und das mache ich ja ständig, dass ich mich selber aufnehme. Wenn ich eine Idee habe, dann kann ich die aufschreiben oder in Gedanken haben. Aber ob das lustig ist, kann ich erst entscheiden, wenn ich das höre. Von mir, und zwar nicht von mir selbst gesprochen, sondern also aufgenommen. Ich höre mich ja auch so, das ist schon mal was. Mhm. Also ich muss die Worte hören, und auch wie sich das anhört, das Wort. Dann kann ich, oder Sätze, dann kann ich, habe ich ein Gefühl davor, ob ich das komisch finde. Und ich nehme mich ständig selber auf, auch mit Liedern, und es ist nicht so, dass ich dann lachen muss, das nicht. Aber wenn ich mich aufnehme mit Publikumsreaktionen, dann denke ich manchmal, super, genau das fand ich auch lustig. Das sind im Programm, in 2 Stunden sind das 3 Stellen, 2 Stellen. War das die Frage? Ja, und ich wollte wissen, ob du alleine eher ernst bist oder ob du manchmal auch so einen Gedanken hast und denkst, lustig, ich bin ja schon auch lustig manchmal. Nein, ich lache dann nicht.
Ich bin allein, ich rede alleine. Du redest mit dir? Ja, ich rede mit mir. Und die Leute denken dann, ich würde telefonieren. Und sie sehen nur den Knopf. Das ist ja das Tolle, dass man alleine reden kann, ohne für bekloppt gehalten zu werden. Weil alle denken, der hat bestimmt einen Knopf im Ohr und telefoniert. Und so im Park, auch in der Bahn, rede ich gerne mit mir. Und wenn ich dann schmunzeln muss, dann ist es auch lustig. Worüber redest du mit dir? Sind das dann immer schon Sachen, die potenziell fürs Programm taugen? Oder ist das auch einfach, keine Ahnung, gehst du auch einfach mal so ein bisschen quatschen ins ohne Ziel? Also am schönsten ist es, wenn ich ziellos die Gedanken direkt ausspreche. Aber das ist dann, das fängt irgendwo an, dass ich sage, ich habe gestern den Sperrmüll angezündet. Und dann überlege ich halt, was ist denn passiert? Und dann rede ich die Geschichte eins zu eins. Gedankensprache ist dann ein gleichzeitig. Und das ist ganz schön. Und dann muss ich manchmal schmunzeln. Aber nicht unbedingt, weil ich das lustig finde, sondern auch vielleicht, weil Leute komisch gucken. Aber ich bin keiner, der jetzt alles so sich aufschreibt, sondern ich muss es immer sprechen. Verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ja, so hat jeder seine Arbeitsmethode. Ne? Ich finde ja immer schon super, wenn Leute so ihre perfekte Arbeitsmethode für sich finden. Das ist viel wert. Total. Hast du lange gebraucht, um dich und das alles zu finden? Weil du hast gesagt, die Anfangszeit war schwer. Am Anfang haben viele Leute nicht gelacht und fanden das nicht so lustig. Ja, es war auch nicht so lustig am Anfang. Ich war ja auch unbekannt. Das ist ja alles so. Glaubst du, dass Leute lachen, nur weil sie wissen, dass da kommt jetzt jemand, der hat den Stempel lustig? Also wenn man jetzt so eine Halle betritt und da sind 1000 Leute und man weiß, wer kommt und alle kennen mich, dann begibt man sich ja in die Welt des Künstlers. Und das ist schon so, dass die was erwarten und dass ich das auch liefere. Wenn mich niemand kennt und dann kommen trotzdem 30 Leute, die mich nicht kennen, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Weil die ja dann, ich muss sie erst mal kriegen. Und wenn mich, das war am Anfang schwierig, aber ich habe ja studiert. Ich wollte immer Lehrer werden, auch als dann 100 Leute kamen, dachte ich, das ist ein Hobby. Und dann habe ich 1000 Mark gekriegt an so einem Abend und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich keine Nachtwachen mehr machen. Wann schreibe ich dann meine Gedichte? Was machst du heute anders als damals? Kann man das sagen? Nö, die Leute sagen manchmal, du bist ja jetzt professionell, aber ich bin Geschichtenerzähler, ich singe mal ein Lied, ich bin einfach da und ich bin Unterhalter. Ich bin auch dienstlich, mich eher als Dienstleister als Künstler. Warum? Ja, weil um mich zu schützen. Weil ich biete ein Unterhaltungsprodukt an und entweder gefällt es den Leuten oder nicht. So sehe ich das immer. Und wovor schützt du dich damit? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin großer Künstler und ich habe eine Künstlerehre, dann ist man ja auch vielleicht gekränkt, wenn dann was nicht ankommt. Aber ich sehe mich eher als Humorarbeiter. Also ich biete was an, wie ein Kinofilm. Die Leute kommen, gucken sich das an und ich versuche auch das nicht persönlich zu nehmen, wenn die nicht lachen. Weil das ist einfach ein Angebot, was ich mache. Mhm. Und klappt das wirklich? Weil ich kenne das Gefühl, dass man quasi, keine Ahnung, ein Angebot macht und es wird nicht angenommen. Und ich finde es dann trotzdem schwer, es sich auf sich zu beziehen und es nicht persönlich zu nehmen. Da bist ja nur du. Ja, genau. Und das klappt aber wirklich. Nicht immer. Natürlich ist das auch nicht schön, wenn was nicht ankommt, aber das ist nicht schlimm. Jeder hat das, jeder, der da sitzt, hat das Recht, nicht zu lachen. Das ist ja ganz klar. Und ich habe auch das Recht, alles zu erzählen, was mir Spaß macht. Und wenn man sich dann findet irgendwo, es gibt nichts Schöneres, als wenn die Leute lachen. Das muss man schon sagen. Das ist ein irres Gefühl, wenn man Leute zum Lachen kriegt. Kannst du es beschreiben? Oder müssen wir das als irres Gefühl stehen lassen? Weil ich selber so selten lache. Darum denke ich immer, das muss so schön sein, da zu sitzen und zu lachen. Weil ich selber lache nicht viel.
wirklich nicht. Insgesamt? Nee. Ja, aber das war die Frage von vorher. Bist du mit dir alleine lustig oder bist du eben halt einfach total ernst? Aber mit lustig meinst du, ob ich lache? Ich lache nicht. Ich schmunzel. Schmunzeln ist mein Lachen. Lachen, also wenn ich schmunzel, ist es für mich, wird für mich das gleiche ausgeschüttet wie bei dir vielleicht beim Lachen. Aber laut lachen, warum? Nee, das kann ich einfach nicht. Warum nicht? Weil ich bin nicht so ein, ich bin ja nicht so ein, ich bin nicht so. Du glaubst das nicht? Glaubst du? Doch, ich glaube total. Ja. Ich glaube nämlich, dass du eigentlich total ernst bist die ganze Zeit. Ja, ich bin ernst. Nur ich merke dann manchmal, wenn die Leute mich angucken, dass man es auch anders verstehen kann. Und dann sage ich wieder, ja, vielleicht habe ich es auch so gar nicht gemeint. Das ist auch gemein. Meine Mutter ist früher wahnsinnig geworden, weil sie nicht gewusst hat, wie ich Sachen gemeint habe. Das hat sie mir ganz viel später gesagt. Und das ist ja auch das, was die Leute manchmal sagen, dass sie mich nicht einschätzen können. Und auch verunsichert sind. Wie meint er das jetzt? Und das ist auch so, dass ich das selber manchmal erst nachher entscheide, wie ich das gemeint habe. Das ist schon gemein, aber manchmal weiß ich es ja auch selber in dem Moment gar nicht. Und sich das dann offen zu lassen, es geht eigentlich nicht, wenn man privat ist. Auf der Bühne ist es wieder ein Erfolgsrezept. Aber ich musste mal fragen, ist das, was du machst, für dich harte Arbeit? Oder hast du so ein Gedicht auch mal vorm ersten Kaffee geschrieben? Also sicher auch mal, aber in der Tendenz. Ist es eher harte Arbeit oder ist es so, wie es auf der Bühne wirkt? Es ist mal schnell aufgeschrieben. Es ist alles. Es ist harte Arbeit und auch ganz leicht. Und so ist es auch auf der Bühne. Manchmal sind die ersten Worte, weiß ich schon, ich muss jetzt nicht mehr viel machen. Das läuft einfach. Ich bin locker und dann gibt's. Manchmal sind die ersten Worte so schwer und das Timing stimmt nicht, das Mikro ist nicht an und dann denke ich, boah, das wird jetzt Arbeit. Ich habe ein Lied, das Burnout-Lied ist ja wieder drin in dem Programm, weil die Leute das eingefordert haben und da tanze ich jetzt so wild, dass ich so schwitze und das ist richtig, das ist die größte Arbeit, dieses Getanze, während ich singe. Und ich kann ja gar nicht tanzen, aber es macht Spaß. Und, aber insgesamt bin ich nicht, ist es nicht. Aber ich merke auch jeden Tag, dass ich ein Jahr Pause gemacht habe. Ich merke jeden Tag, die Akkus sind voll, ich habe Kraft und Energie. Ich brauche ja eigentlich keine Kraft auf der Bühne, denkt man immer. Man merkt immer irgendwann, dass es doch ein Beruf ist, der einen aussaugt. Die Leute gehen mit Energie nach Hause und ich eher nicht. Ich bin ausgelaugt. Ich fühle mich ja konsumiert nach so einem Abend. Da haben es Musiker, glaube ich, besser. Das höre ich immer, dass Musiker nicht so ausgesaugt werden, weil sie noch ein Instrument haben und eigentlich die Musik ihnen Kraft gibt. Und die Komiker sind eher ausgesaugt. Ja. Ja. Darum möchte ich auch Musiker werden. Ja, oder jetzt Regisseur oder. Nee, ich möchte einen Kurzfilm drehen, wo ich selber mitspiele. Ich habe den auch schon eingereicht. Wir haben auch die Förderung bekommen. Wir müssen das jetzt drehen dieses Jahr, sonst verfällt die Förderung. Und mal gucken. Und damit willst du zu Festivals gehen, oder? Ja. Mit welchem Ziel? Oder gibt es keins? Einfach just for fun? Ich möchte einfach gucken, ob ich auch jemand anders spielen kann als Johann König. Ich bin ja immer dieser Johann König und ich brauche eine neue Herausforderung. Darum habe ich auch diese Tiere aufgehängt, weil ich dachte, ich möchte mal was ganz anderes machen. Und habe mir dann auch ein Pseudonym überlegt als Baumkünstler. Ich bin auf Flickr. Flickr, kennst du das? Flickr. Flickr? Ja. Da bin ich Michael Pfifferling. Und habe da dann Fotos auch von den Baumtieren, glaube ich. Aber das hat überhaupt. Zwei haben sich das angeguckt. Und dann habe ich diese Baumtieraktion dann doch als Johann König dann gemacht. Und wie viele haben Sie sich jetzt angeguckt? Weiß ich nicht. 200, ich weiß nicht. Aber mir hat Spaß gemacht. Wir müssen die Baumtiere auf jeden Fall noch filmen. Mhm. Wir schicken nachher die Teams vorbei und blenden dann die Bilder ein. Ja, oder? Ja. Oder? Ja, klar. Wir laufen da nicht hin jetzt. Nein. Nee, um Gottes Willen. Das habe ich bei Wikipedia gelesen. Deine Merkmale, Markenzeichen sind brüchige, hohe Stimme, Nervosität und Unsicherheit. Und du sagst ja auch über dich selber, du bist früher ein
Was für ein armes Würstchen gewesen oder unlustig und gehänselt worden und so? Mhm. Ich bin tatsächlich, ich hatte als Kind eine sehr hohe Stimme. Da bin ich ins Stimmbuch gekommen und bin da gehänselt worden. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum bist du, als du ins Stimmbuch gekommen bist, gehänselt worden? Weil die alle Stimme extrem hoch war und über eine sehr lange Zeit sehr hoch war. Und ich war, habe mich angehört wie ein Eunuchenkastrat. Keine Ahnung, wie die heißen. Aber das war, ich war auch klein und ich war eher ein Außenseiter. Ich war auch schlecht in der Schule dann und habe in der Pubertät immer war ich in den Pausen alleine. Das war wirklich schlimm. Ich bin dann sitzen geblieben und da hat sich alles geändert. Da habe ich dann Freunde gefunden, tatsächlich zum ersten Mal. Aber. Was war da anders, als du sitzen geblieben bist? Da habe ich dann meine erste Freundin gefunden. Das war es. Das war ja dann. Kann ja dann entscheidend sein für die Persönlichkeitsentwicklung. Und dann auch Freunde, das war aber nur, dass ich dann auf der Bühne plötzlich auch auf diese Stimme angesprochen wurde, da habe ich mich dann wieder an diese Pubertätszeit erinnert, weil ich wusste nicht, dass die Stimme so ist. Das war nur Aufregung. Diese Mikrofontechnik, die hat die Stimme so brüchig und fies und komisch gemacht. Aber für mir war das gar nicht klar, dass die so ist. Nur dann war es mein Markenzeichen. Das lag aber nicht daran, dass ich die Stimme extra verändert habe. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man diese Auftritte sieht, diese ersten. Das liegt aber auch daran, im Fernsehen hat man 4 Minuten Zeit. Auf der Bühne habe ich 2 Stunden. Damals auf der Bühne waren die ersten 4 Minuten, hatte ich auch diese Stimme. Nur über diese 2 Stunden hat sich das dann gelegt. Das lag daran, dass ich am Anfang der Show aufgeregter war. Wenn du aber nur 4 Minuten hast im Fernsehen, dann sind das ja die ersten 4 Minuten. Darum war die Stimme in diesen Fernsehauftritten immer so brüchig und das war ja das Erste, was viele Leute gesehen haben, diese ersten Fernsehauftritte im Quatsch-Comedy-Club. Und dann habe ich mich aber auch nicht dagegen gewehrt, wenn die Leute sagen, das ist der mit der brüchigen Stimme mit den Gedichten, dann sollen die das sagen. Ich bin auf der Bühne jetzt nicht mehr stotterig, die Stimme ist nicht mehr brüchig. Ich bin zwar noch langsam manchmal, aber ich bin auch schnell, aber ich verstehe das immer nicht, warum die Leute denken. Art, wie du erzählst, ist doch schon jetzt, was, ja, auch dann, jetzt. Jetzt im Interview auch. Nein. Aber so wie ich jetzt im Interview bin, so bin ich in der Selbstwahrnehmung auch auf der Bühne. Ich habe mich jetzt entwickelt, 15 Jahre, auf der Bühne. Die Bühnenpersönlichkeit ist 15 Jahre alt. Und die hat sich einfach entwickelt, ohne dass ich an irgendwas festhalten wollte. Ich wollte nie, weil ich habe mich als Person, als Mensch entwickelt. Ich bin nicht mehr so schüchtern, wie ich früher wirklich war. Und das wollte ich eben auf der Bühne auf gar keinen Fall konservieren, diese Schüchternheit. Sondern ich bin jetzt nicht mehr schüchtern, also wollte ich das auf der Bühne auch nicht sein als Johann König. Ich finde mich als Johann König auf der Bühne ganz normal. Ich weiß nicht, was ihr immer habt. Aber vielleicht habe ich oder auch bist du falsche... erst durch die Bühne losgeworden? Ja, ich bin es losgeworden durch die Bühne, klar. Also wenn die Leute damals nicht gelacht hätten, dann hätte ich niemals noch ein Gedicht geschrieben. Ich bin nur da wieder hingegangen, weil die Leute so gelacht haben. Weil ich wollte, dass die wieder lachen. Also ich wollte ihnen den Gefallen tun quasi. Die Leute haben mich dazu gebracht, das zu machen. Und nicht, es kam nicht aus mir selber, sondern es war eher der äußere Einfluss. Darum bin ich auf der Bühne gelandet. Aber du machst es jetzt bitte noch ein paar Jahre. Ja, ich verspreche. Das Programm ist ja noch frisch. Ich mache es noch 3 Jahre und zwischendurch hoffe ich, dass ich noch einen Film drehe. Und noch ein paar Tiere aufhänge. Ja, möchtest du noch viele Tiere aufhängen? Ja, die Aktion kam gut an. Die Kinder stehen vor dem Baum. Bei den Kindern, das musst du zugeben. Und fragen die Eltern, Mama, was ist das da? Lebt das noch? Warum ist das im Baum? Und die Eltern sagen, komm, wir gehen weiter. Die denken über Leben und Tod nach plötzlich. Und die Eltern sagen, das ist eine Katze, dabei ist das ein Fuchs. Und diese Naturvergessenheit der Stadtkinder, das war ja mein großes Ziel, die zu verbessern. Dass die sich überlegen, was für Tiere hängen da eigentlich? Geht ein Fuchs in den Baum?